New York City, heute mit Steffen Krall. Steffen ist auch ein Deutscher. Er ist hier als Makler und hat sich heute bereit erklärt, uns dieses Riesenhaus hier zu zeigen, was wir uns gleich anschauen. Bevor wir loslegen, Steffen, kurz zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wieso bist du New York Makler? Eine lange Geschichte, aber ich halte es kurz. Ich bin seit 2009 in New York. New York war schon immer mein Traum. War früher im Finanzbereich tätig, habe bei der Deutschen Bank ein Studium gemacht, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass Banking nicht mein Ding ist. Habe dann mit meinem Vater zusammengearbeitet und wir waren im Zweitmarkt Lebensversicherungsbereich unterwegs. Und ich habe mich hier in New York um die Policen-Akquisition gekümmert. Anfang 2010 ist dann der Markt leider komplett explodiert oder implodiert. In der Zwischenzeit hatte ich geheiratet hier, meine Frau und ich. Wir hatten zwei Mietshäuser und dann habe ich mir gedacht, naja, Immobilien kann ich eigentlich auch machen. So schwer ist das nicht. Und habe dann meine Lizenz gemacht, angefangen mit, es nennt sich Open Rentals, das heißt ohne Exklusivvertrag, für große Managementgesellschaften versucht, da Mieter zu finden. Habe dann relativ schnell gemerkt, dass das nicht der Weg ist, wie man genügend Geld verdient, um eine Familie zu ernähren. Und habe dann angefangen, mich auf Verkäufe oder mehr Verkäufe zu kümmern. Hatte dann Glück, über eine Freundin jemanden kennenzulernen, dessen Spezialität Townhäuser war hier in New York. Hier? Wie das hier, genau. Weil das ist ja schon oberste Das Liga. Ist relativ weit oben, ja, genau. Und mit ihm habe ich dann knapp 7,5 Jahre lang zusammengearbeitet und zusammen, glaube über 50 Häuser verkauft, knapp 350 Millionen in Sales Volume. Durchschnittlicher Verkaufspreis in der Zeit war, glaube ich, 9,6 Millionen. Also 9,6 Millionen. War eine gute Hausnummer. Ja. In Philly gibt es Straßenzüge dafür, aber hey. Ja. Hey, andere Stadt. Also du bist selber Investor, du bist Makler, du hast Mehrfamilienhäuser hier und auch in anderen Staaten. Das heißt, du bist Makler nur für so obere Klientel, also für Leute wie jetzt zum Beispiel das Haus, was wir uns gleich anschauen werden. Das Haus steht zur Miete für 25.000 Dollar pro Monat. Nicht Kaufpreis, pro Monat Miete. Wenn du 25.000 im Monat flüssig hast und in New York City ein paar Blocks von der Fifth Avenue und der Deutschen Botschaft und der UN wohnen möchtest, dann ist das dein Haus. Richtig, genau. Und wenn du Fragen hast, der Steffen, den kannst du auch auf Social Media folgen. Seine Kontaktdaten, die blenden wir jetzt noch ein. Aber nicht anrufen, wenn ihr hier Urlaub macht und ein Haus anrufen. Nur wenn ihr auch eine Bonitätsprüfung übersteht. Wie viel Bonität muss ich mitbringen, um dieses Haus hier anschauen zu können bzw. zu kaufen? Zum Mieten wollen wir 40 mal die Monatsmiete als Bruttoeinkommen und dementsprechende Assets. Also 40 mal... Minimum 10 Millionen an Vermögen. Genau, 40 mal... Diese 25.000, wenn das nach dir klingt, wenn das dein Einkommen und deine Finanzsituation ist, dann ist der Steffen dein richtiger Mann. Du machst aber nur hochpreisige Sachen, also das heißt jetzt nur in diesem Niveau wie dieses Haus hier mit 25.000 Miete oder noch weiter oben? Nicht nur mit dieser Spezialisierung auf Townhäuser oder Stadthäuser, die kommen halt mit einem bestimmten Preispunkt. Ich habe aber auch kleinere Sachen verkauft, One-Bedroom, Two-Bedroom oder auch kleinere Vermietungen. Also ich glaube, das günstigste Apartment, was ich mal vermietet habe, war 1900 im Monat. Meine Spezialisierung sind eben diese Häuser. Apartments sind relativ, na, sagen wir mal, einfacher zu verkaufen, weil du halt mehr Vergleichspunkte hast. Wenn du eine A-Line hast, die ist halt auf allen 20 Stockwerken mehr oder weniger gleich. Mhm. Du hast dann halt verschiedene... A-Line ist ein Grundriss. Ja, genau. Also im Just Prinzip haben... Ja, genau. Also in Apartmentgebäuden hast du eben normalerweise hast du bestimmte Lines, die sind dann, haben alle das gleiche Layout. Die sind ein bisschen leichter zu vergleichen. Dementsprechend ist es leichter, dann auch die Preisverhandlung zu machen, weil du dann einfach nur sagst, okay, das war dann renoviert, das war dann renoviert, das war dann renoviert. Mit Häusern ist es ein bisschen schwieriger, weil jedes Haus ist komplett individuell. Kein Haus ist so wie das andere. Dann ist die Location, spielt eine Rolle. Jeder Block ist anders. Manche Blöcke sind wertvoller als andere. Dann kommt natürlich auch dazu, was ist die Kondition vom Haus? Was für Potenzial habe ich, was sind die Steuern. Steuern war ehrlich gesagt lange Zeit kein Thema, weil man sie absetzen konnte, die Grundstückssteuern. Aber nachdem die State and Local Taxes weggefallen sind, die man nicht mehr von der Bundessteuer absetzen kann, ist jetzt die Grundstückssteuer ein Riesenthema. Ja. Weil ob du jetzt, sagen wir mal, 40.000 bis 100.000 Dollar von deiner staatlichen Bundessteuer absetzen kannst oder nicht,
Macht rüber. Auch für Leute auf diesem Niveau einen Riesenunterschied. Ja. Kommen wir zu dem Haus hier. Was schauen wir uns heute an? Wie viel Schlafzimmer hat das Haus? Was ist das für eine Grundstücksgröße, beziehungsweise wie groß ist das Haus? Ja. Und gesagt habe ich schon, wir sind mitten in New York, das ist ein Mietshaus für 25.000. Was kriege ich für 25.000? Für 25.000 kriegst du hier 4.500 Quadratfuß. Das sind grob 450 Quadratmeter. Falls das nicht richtig ist, ich blende es ist nicht komplett richtig. Ich blende die richtige Zahl unten ein. Es ist nicht komplett richtig. Es ist so Pi mal Daumen umgerechnet. Wir hatten vorab schon festgestellt, dass wir beide zwar englische Maßeinheiten, US-amerikanische imperiale Maßeinheiten benutzen, aber auch nicht mehr den Übergang hinkriegen in die europäischen Maßeinheiten. Das heißt, wir reden hier von Quadratfuß und in richtigen Mengen- und Flächeneinheiten. Was das heißt, blende ich die unten ein. So machen wir es. Okay. Ja. Also 4.500 Quadratfuß. Wir haben 3 bis 4 Schlafzimmer, je nachdem, wie man den Sitting Room auf dem Primary Floor benutzen will, ob man es als Sitting Room lässt oder vielleicht noch als Schlafzimmer umfungiert. Wir haben eine riesen Küche mit Essecke, wo wir jetzt hier gerade sitzen. Wir haben 2 Wohnzimmer, eins, was ein bisschen informeller ist, eins, was formell ist. Wir haben ein eigenes Speisezimmer für formal Entertainment. Wir haben ein Penthouse oben mit Wet Bar und 2 Terrassen. Wir haben ein Crestron-System, was auch Lautsprecher im ganzen Haus hat, auch in den Outdoor-Bereichen. Wir haben 4, 5 Gas-Fireplaces, die 5. alle mit Fernbedienung kommen. Das heißt einmal Klick und das Feuer geht an. Und wie heißt nochmal der Aufzug fürs Essen? Achso, genau. Wir haben einen Dumbwaiter. Das heißt, das niemand, genau ist. Niemand muss das Essen von der Küche hoch ins Speisezimmer bringen, sondern das wird einfach in den Essensaufzug, den man hier Dumbwaiter nennt, kann man das einfach reinstellen, auf den Knopf drücken und dann geht es hoch. Der Keller wurde ausgegraben, 2 Fuß. Kannst du wieder umrechnen. 60 Zentimeter so circa. Genau, es ist ein volles Badezimmer unten, das heißt, kann jemand sein Homegym da unten reinmachen. Da ist dann auch die Waschmaschine und der Trockner und der Central Bag. Jetzt haben wir lange über das Haus geredet. Ich würde sagen, schauen wir uns das an. Dir gefallen diese Themen und dich interessiert der Immobilienmarkt hier in den USA? Dann lässt du mir am besten ein Abo da und aktivierst die Glocke. Das kostet dich gar nichts und zeigt aber YouTube, dass du über neue Videos von mir umgehend informiert werden möchtest, sobald ich die hochlade. Let's do it. Hier sind wir in der Küche. Mit Essecke und Fernseher. Das heißt, wenn irgendjemand beim Kochen seine Lieblingskochshow schauen will oder ein Rezept auf YouTube, kannst du das hier direkt am Fernseher, der lässt sich auch drehen. Dann haben wir 2 Fenster nach draußen und dann schauen, wer schön dran vorbeiläuft hier. Der Herd ist ja der Wahnsinn. Der Herd ist der Wahnsinn. Das ist ein La Cornue. Die Deutschen können es ja hier vernünftig aussprechen, aber Amis sagen La Cornue. Hat einen Doppelofen. Steffen, ich glaube, das Ding kostet viel wie ein Haus bei mir in Philly. Ich glaube, der kostet, weiß jetzt nicht, was das Modell kostet, aber das sind so um die 15.000, 20.000 Dollar. Gasherd, schön. Ja. Fantastisch. Ja. Ist hier in New York noch Standard. Mal schauen, wie lang noch, wenn die Regierung hier alles umschmeißt. Wollen ja alle weg von Gas. Heizung soll jetzt in den nächsten paar Jahren auf Elektrik umgestellt werden. Selbst in den großen Gebäuden. Ja, mit Minisplits oder wie wollen sie das dann machen? Weiß nicht, ob Minisplits, du kannst auch ein zentrales Heizungssystem haben, was nur mit Elektrizität funktioniert. Die sind halt die Wärmepumpen. Was haben wir hier für Arbeitsflächen? Was ist denn das? Ist das irgendwas Spezielles oder ist das Granite Quartz? Das ist, glaube ich, Granit. Also es ist definitiv kein Marmor. Das ist aber eine riesige Insel, hey. Marmor ist sowieso sieht zwar super aus zum Kochen, aber nicht wirklich so toll. Gerade wenn du mal Rotwein oder sowas darüber gießt, dann ist es relativ schwierig, das wieder rauszupolieren. Und das ist hier auch Granit. Normaler Wasserhahn, Sprayer, Heißwasser. Und ich glaube, das ist gefiltertes Wasser noch. Und dann haben wir hier noch ein Garbage Disposal. Das heißt, wenn du irgendwelche Essensreste hast, schmeißt die hier rein. Ein bisschen Wasser drauf, dann werden die pulverisiert. Das war übrigens eine ganze Weile lang in New York City illegal. Ich weiß nicht, warum die das wieder eingeführt haben. Mein Klempner sagt mir auch, Finger weg davon. Hier haben wir noch eine Geschirrspülmaschine. Miele, guck mal. Schöne deutsche Qualität. Das ist natürlich französisch, alles europäisch hier. Das ist Sub-Zero. Relativ groß. Und dann haben wir hier noch 2 Gefriertruhen. Eis ist da, heißt Party kann losgehen. Sub-Zero kostet auch so, glaube ich, 10.000, ne? Oder sowas, ja, für den Kühlschrank mindestens. Ja, der macht kalt, genau. Aber die, die halten aber auch eine ganze Weile und die haben relativ guten Support. So, hier haben wir ein Pantry, Room Closet. Die sind vorbereitet hier. Extra für uns hier. Hier ist das
Wir nennen das Family Room, also im Prinzip ein zweites Wohnzimmer, was ein bisschen informeller ist, mit Fernseher. Und Fireplace hier. Ja, die sind alle Gas befeuert und kommen hier mit Fernbedienung. Zündung. Yep. Genauso schnell wie es angeht, geht es auch wieder aus. Wahnsinn. Sieht aus wie echtes, wie echte Glut. Ja. Und das haben sie alles hier neu eingebaut. Das Haus war komplett, ist komplett grundsaniert. Die haben alles rausgerissen, haben anderthalb Stockwerke oben drauf gebaut. Hier ist noch was Cooles, was nicht so viele Häuser haben. Das nennt sich Dumbwaiter. Ein Aufzug fürs Essen, weil das Speisezimmer sozusagen ist direkt hier oben drüber. Bevor jetzt dann irgendjemand mit einem Essenstablett die Treppe hochstolpert oder runterstolpert, macht man das einfach hier schön rein. Cool. Und dann fährt es hoch und runter. Aber jetzt nicht von draußen bedienbar. Noch geiler wäre, du rufst den Uber an und der stellt es draußen rein und es fährt hoch. Ja, das ist wahrscheinlich dann das nächste, was irgendwann mal kommt. Hier draußen ist zwar das Wetter nicht so super, aber wenn man trotzdem mal rausgehen. Wir haben ja so zwei Wasserfontänen, kleinen Burggraben sozusagen hier. Schön. Nochmal, da hinten hier mitten in New York City, ne? Hinten ist nochmal ein kleiner Teich mit einem kleinen Wasserfall. Hier draußen sind auch Lautsprecher, das heißt, das ganze Haus ist an einem Crestron-System. Das heißt, du kannst Radio, MP3s, CDs, was auch immer, kannst du im Prinzip überall sind. Auch das ganze Haus jedes Zimmer hat Lautsprecher. Und dann haben wir hier noch eine Kamera. Security-System ist auch mit dabei, ne? Ja. Klar. Wir sind hier in New York. Ja. Das wäre jetzt hier das Erdgeschoss. Achso, ja. Überall haben wir auch diese Stöpsel da. Das ist ein zentrales Staubsaugersystem. Das heißt, du musst jetzt hier nicht mit dem Staubsaugergerät durch das Haus wandern, sondern du nimmst einfach nur den Schlauch mit, stöpselst den hier rein und dann ist unten im Keller ist so ein zentrales Auffangbehältnis. Mit Staubsaugerbeutel und ähnlichem. Ja, genau. Das heißt, du nimmst das Ding dann raus, schmeißt den Müll und gut ist. Und die Heizung hier ist Gasheizung mit Umluft, oder? Ja, das ist eine Zentralheizung, also Zentralheizung mit Klimaanlage. Du hast, hier ist das Thermostat. Für jedes Zimmer hast du im Prinzip eine Zone. Das ist eine Zone, in der Küche ist eine Zone, Speisezimmer ist eine, dann das große Wohnzimmer ist eine und dann alle Schlafzimmer sind jeweils, hat immer ihre eigene Zone und der Gang im Treppenhaus, jedes Stockwerk auch seine eigene Zone. Irgendwie 15 oder 16 verschiedene Zonen. Was aber nicht schlecht ist, weil dementsprechend musst du nicht immer das ganze Haus beheizen oder runterkühlen im Sommer, sondern da, wo du halt bist, machst du es an und wo auch immer, machst du es halt hoch oder runter. Gibt es so eine Haussteuerung oder sowas, dass du sagen kannst, irgendwie iPad oder sowas? Du kannst ja, gibt es auch. Das Crestron System funktioniert mit iPads. Da ist eins hier. Ah ja. Das sind auch in den Schlafzimmern. Und du hast auch hier das Zentralpanel der Alarmanlage. Ach, da vorne das Ding. Und, ja, genau. Und da kann man im Prinzip zentral kann man alles steuern. Das ist der Keller, den heben wir uns für später auf. Und dann gehen wir mal hier ins zweite Geschoss. Das nennt sich hier Parlor Floor in Townhäusern. Und das war von der Historie her, war das immer das Level, wo Gäste empfangen worden sind. Heißt also hier formelles Wohnzimmer. Immer nochmal ein Gasfeuer. Hier ist auch nochmal eins im Esszimmer. Wenn wir hier diese Schiebetüren. Das heißt, wenn man schön Privatsphäre haben will, kann man das jetzt schön zumachen. Massiv, echt Holz. Ich bin begeistert. Ja, die haben hier keine Kosten gespart in dem Haus. So, hier ist wieder unser Freund, der Dumbwaiter. Kommt also dann direkt hier ins Speisezimmer sozusagen. Was haben wir hier für Fußboden? Was ist das für Holz unter dem teuren Teppich? Kann sein, dass das Walnuss ist oder brasilianische Eiche. Das hat so diesen rötlichen Ton. Und Tapete. Ja. Tapete, das ist ungewöhnlich. Also das ist für mich neu. Zumindest hier in den USA. Sagen wir mal, höherpreislichen Objekten hast du öfters mal eine Tapete. Ja. Tipp mal, die Fenster sind alle custom made, also die sind hierfür angepasst oder gibt es das ist Standardvorsicht? Könnte Standard, mehr oder weniger Standard sein, aber die Art und Weise, wie die diese gemacht haben, dass die Fenster im Prinzip nach außen aufgehen, das ist relativ selten. Ja. Meistens hast du halt diese Schiebefenster. Hier war früher mal
der Eingang. Das heißt, das Haus hatte so eine Treppe, was sich Stoop nennt hier. Und das war ursprünglich, war das mal hier die Eingangstür, die sozusagen von den Herrschaften benutzt worden ist. Das Personal hat meistens das Erdgeschoss sozusagen benutzt, weil da wurde dann gekocht und so weiter. Die Herrschaften sind dann hier oben reingekommen. Aber in den 20er, 30er Jahren sind viele von diesen Treppen weggemacht worden, weil Leute sind nach Europa gereist und haben gesehen, in London laufen die Leute direkt vom Gehweg sozusagen ins Haus rein. Das nennt man dann Mansion Style hier. Okay. Neuere Häuser wurden dann so gebaut, wo man direkt reinläuft, ohne Treppe, und andere haben sie weggemacht, so wie das hier. Und die Vorhänge, das ist auch ein richtig schwerer Stoff hier. Ja, ist schwerer Stoff. Die haben, siehst du hier, die haben überall, haben die mindestens mal 2 oder 3 Vorhänge. Also sonst die hier, die sind richtig heftig. Dann haben sie hier diese Shears, die runterkommen, und dann noch Blackout Shades, die ich gerade hochgemacht habe. Das ist hier Südlage, also Süden ist diese Richtung. Das heißt, an einem sonnigen Tag kriegst du hier jede Menge Licht rein, was aber dann von der dunklen Wand und von den Vorhängen mehr oder weniger absorbiert wird. Aber die Leute hier mögen es sozusagen gemütlich und ein bisschen gedimmt. Sehr schön. Mit Chandelier ist hier, guck mal. Ja. Und da drüben, der ist auch fancy. Sehr schön. Und hier oben sieht man auch wieder das Soundsystem. Ja, genau. In diesem Raum hier alleine 4 Lautsprecher. Und da hinten in der Ecke ist das Thermostat für diesen Raum hier. So, jetzt kommen wir zum ersten Schlafzimmergeschoss. Früher haben wir gesagt Master Floor, jetzt darf man das nicht mehr sagen. Jetzt ist es Primary Floor oder Primary Suite. Konzeptionell war das hier so ein, nennt sich Sitting Room. Das heißt, es ist hier durch das Bad ist so zum Durchlaufen mit dem begehbaren Kleiderschrank. Und es ist im Prinzip wie eine, ja, Hotel Suite im Prinzip. Du hast halt hier so einen eigenen kleinen Wohnbereich, wo du dich hier hinsetzen kannst, was lesen. Manche Leute machen noch ein bisschen extra Schränke rein, damit du ein bisschen mehr Stauraum hast. Hier ist das Badezimmer. Ups, falscher Knopf. Zu viele Schalter. Ja. Mit Sprudelbad hier? Ja, Sprudelbad. Da ist das Kontrollgerät. Relativ untypisch ist, dass es hier nur ein Waschbecken gibt. Normalerweise würde man hier 2 erwarten. Im, sagen wir mal, Schlafzimmer oder Primary Bathroom. Das hat normalerweise jeder sein eigenes Waschbecken. Aber großes Manko ist es nicht, aber ich würde mal sagen, es ist normalerweise ist es der Standard. Also die meisten Leute erwarten es, ob es jetzt wirklich ein Problem ist. Okay. Glaube ich nicht. Aber was mir mal jemand gesagt hat, ist, wenn man verheiratet ist und verheiratet bleiben will, sollte man wenigstens 2 Waschbecken haben. Besten wäre es, jeder hat sein eigenes Bad. Eingebauter Schrank hier, schön, richtig eingelassen. Primary Bedroom. Ja, du siehst natürlich auch hier, die Vorhänge verdecken im Prinzip 50% vom Fenster. Ja, schwerer Stoff, aber das ist halt schon. Ja. Das hat schon eine andere Qualität hier und man hört von draußen gar nichts. Also wir standen gerade draußen, da hörst du richtig Polizei und alles, wenn das Fenster auf ist. Ja. Fenster ist zu, gar nichts. Und du bist immer noch mitten in New York City. Wie viel sind es? 2 Blöcke von der 5th Avenue, 3 Blöcke? 4 Blöcke, aber die UN, auch die deutsche Botschaft ist übrigens gerade hier 2 Blocks weiter. Also wenn einer von den deutschen Botschaftern ein Haus sucht, die hätten wir eins. Genau, ruft mich an. Das Fenster hier finde ich richtig cool. Ich weiß nicht genau, ob das original ist, aber ich finde es einfach ein cooles Detail. Sehr unkonventionell. So, hier ist wieder Thermostat. Hier ist es für den Flur. Und hier siehst du, jeder Flur hat im Prinzip 2 von diesen Central Vac. Der Staubsauger. Stimmt. In der Wand. Ja, genau. Hat das Ding auch sowas wie einen Wäscheabwurf oder sowas? Nee. Die muss man tragen? Die meisten Leute, die in so einem Haus hier wohnen, haben jemand, der das dann trägt, genau. Eine der Sachen, was er mir gesagt hatte, was er bereut, ist, dass er keinen Aufzug eingebaut hat. Ab einer bestimmten Preislage will eigentlich jeder einen Aufzug, aber wirklich benutzen tut es eigentlich nur die Putzfrau. Oder für Gepäckstücke oder sonst irgendwas. Aber so im alltäglichen Gebrauch nimmt es eigentlich fast niemand. Dauert einfach auch ewig, glaube ich, ne? Wenn er nicht so super schnell ist. Ja, es gibt da unterschiedliche Modelle. Die alten Kabelaufzüge, die sind
relativ schnell. Die sind, glaube ich, um die 20 bis 30 Fuß die Sekunde. Die neuen elektrohydraulischen haben eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Das heißt, du brauchst im Prinzip vom Erdgeschoss bis hoch zum fünften, brauchst im Prinzip eine gute Minute. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum das dann niemand wirklich benutzt, weil du halt einfach schneller zu Fuß bist. Hier haben wir auch noch eine Terrasse. So eine kleine Pergola. Alle Schlafzimmer haben im Prinzip ihr eigenes Bad mit Fußbodenheizung. Dann ist hier das Schlafzimmer. Echt stilvoll eingerichtet. Haben die Eigentümer hier gewohnt oder? Nee. Was hier jetzt relativ interessant zu sehen ist, ist, dass die Fenster höher sind, als man das eigentlich erwarten würde. Normalerweise würden die bis hier runtergehen. Aber das ist eins von den anderthalb Stockwerken, was die neu dazu gebaut haben. Das nennt sich Cornice. Das ist so eine Verzierung hier am Dach. Das haben sie gelassen und haben dann im Prinzip oben drüber gebaut, sozusagen. Deswegen sind die Fenster, gehen die nicht weiter runter. Nochmal ein Bad. Auch wieder mit Fußbodenheizung. Das hat hier zwei Türen. Wenn jemand oben hier im Penthouse ist, das heißt, man hat Fernsehen geguckt oder sonst irgendwas gemacht, oben gibt es kein Bad. Das heißt, wenn jemand die Toilette benutzen muss. Ich habe die Schlafzimmer nicht mitgezählt. Wir haben eins, zwei, drei. Und oben auch nochmal als... Könnte theoretisch als Schlafbereich benutzt werden, ist jetzt kein designiertes Schlafzimmer. Gibt es da irgendwelche Vorschriften hier in New York, was ein Schlafzimmer ist? Bei uns heißt das, wenn ein Kleiderschrank drin ist und ein Egress-Window, also irgendwas, wo ein... Also ein Kleiderschrank, ja, Kleiderschrank brauchst du interessanterweise in New York nicht. Weil das sind manche Apartments so groß, ja. Aber du brauchst Minimum zwei Egress, also eine Tür und ein Fenster, was Minimum 50% der Deckenhöhe hat. Und von der Breite her, dass normal gesizte Army da durchpasst. Ja, es muss mindestens 8 Fuß bei 10 Fuß sein. Ja. Also per Definition, was ein Schlafzimmer ist, erhöht natürlich den Wert von so einem Haus immens oder einer Wohnung. Je mehr Schlafzimmer, desto hochpreisiger. Von einem Haus in der Größe würde man normalerweise 4 Schlafzimmer erwarten. Sie haben aber nur 3 plus dieses... Theoretisch könnte man das in den Sitting Room auch als Schlafzimmer benutzen. Da müsste halt jemand sozusagen das Elternbad mitteilen. Und das was die meisten oder? Leute nicht wollen. Okay. Deswegen normalerweise, was viele Leute machen, ist also das Elternbadezimmer nicht ganz so groß machen und dann noch ein kleineres Bad für das Kinderschlafzimmer mit reinmachen. Dass du im Prinzip zwei Schlafzimmer, zwei Badezimmer pro Geschoss hast. Hier oben haben wir jetzt ja, was ich hinter dir sehe, hier ist ja schon Wasser und Abwasser zumindest. Das heißt, ja, genau, hier haben wir eine Wet Bar. Also du hast hier eine Spüle mit Wasser und hier Gefrierschränkchen mit Eis. Maker. Im Sommer, wenn ihr eine Party hast, hast du hier eine Terrasse, hier vorne ist nochmal eine andere Terrasse. Und wo ist jetzt die deutsche Botschaft? In welche Richtung? Diese Richtung. Das ist die deutsche Botschaft, okay. Ja. Genau, da ist der East River. East River. Man sieht First Avenue von hier, wenn man einfach weiterläuft, ist auf der rechten Seite ist der Eingang zur deutschen Botschaft. Merkst schon, so wie die Tür offen ist, hörst du die Stadt. Ja, das ist schon krass und die Fenster, das ist schon... Hier oben übrigens auf dem Dach. Da sieht man hier auf dem Dach. Ist das AC-Equipment. Der ganze Umbau, den die hier gemacht haben, wie lange ist das her? Die haben das gemacht, haben das Haus, glaube ich, gekauft in 2006. 2005, 2006. Hat wahrscheinlich so um die 2 Jahre gedauert. Der ganze Umbau? Ja. Weißt du eine Zahl? Ich würde mal vermuten, dass die damals wahrscheinlich die 5 Millionen da reingesteckt haben. 5 Millionen damals, okay. Ja. Dafür gibt es jetzt eine extra Etage oben drauf und noch irgendwie... Anderthalb, also... Der Flur, das Geschoss mit den 2 Schlafzimmern, was wir gerade gesehen haben, das hier mit den 2 Terrassen und dann haben sie den Keller noch ausgegraben. Gehen wir in den Keller? Ja. Haben die das selber eingerichtet oder ist in der Preisklasse da irgendwie schon ein Einrichter mit drin gewesen? Ich glaube, die Frau hat das alles selber gemacht. Okay, weil so wie es jetzt da steht, ist es ja zum Vermieten. Und zum Vermieten kommt es dann furnished mit den Möbeln, aber das ist ja schon hier... Es kommt drauf an. Einige von den Möbeln sind Custom Pieces. Ja, wenn jemand ein Haus mietet, wollen die ihre eigenen Möbel mitbringen.
und oder vielleicht mal eine Sache hier haben. Wir haben im Prinzip auch kein Problem damit, alle Möbel rauszunehmen, irgendwo in eine Storage Unit zu packen. Sie würden es auch gerne hier lassen, weil es natürlich Geld spart. Ja. Da man mittlerweile hier in New York nur noch eine Monatsmiete Kaution nehmen kann, bist du halt bei Custom Furniture und so weiter, auch wenn es 25.000 sind, bist du halt relativ schnell am Ende. Ja. Bist du ruckzuck dabei und dann, wenn noch irgendwas anderes ist, dann reicht es vielleicht nicht und dann musst du klagen. Wir gehen jetzt in ein anderes Thema, aber wie lange geht so eine Klage hier im Schnitt? Wie lang, also wenn ich jetzt hier ein 25.000 Dollar Monatsquatter wäre, wie lange würdest du brauchen, um mich rauszukriegen? Kommt drauf an. Zum einen, wenn der Mietvertrag endet, muss der Vermieter sagen, er will den Mietvertrag nicht verlängern. Oder der Mieter, wer auch immer, halt ausziehen will oder ausgezogen werden soll. Wenn niemand was sagt und der Mieter weiterhin seine Miete zahlt, also zum Beispiel für Monat 13 dann verlängert sich das Mietverhältnis. Das ist dann einfach, nennt sich Month-to-Month-Tenancy, also ein Monat-zu-Monat-Mietverhältnis. Und dann kann man also kein Holdover verklagen. Mhm. Das geht nur dann, wenn du die Miete nicht annimmst als Vermieter. Mhm. Also you pay, you stay heißt das bei uns dann, ne? Ja, so in dem Dreh. Du musst aber, wenn du jemanden raushaben willst, musst du den Vertrag im Prinzip kündigen. Ja, und da gibt es wiederum Fristen, je nachdem, wie lange jemand da war. Wenn es weniger als ein Jahr war und der aber keinen Einjahresmietvertrag hatte, dann reicht ein Monat. Ansonsten sind es 2 Monate zwischen ein Jahr und 2 Jahre und alles, was länger als 2 Jahre ist, sind es 3 Monate. Dann hast du also einmal die Möglichkeit, jemand, der sozusagen einfach länger hier ist, also da sein sollte. Das geht etwas schneller, als wenn du jemanden rausschmeißen willst, der die Miete nicht bezahlt hat. Aber das Prozedere an sich dauert momentan nach Covid minimum ein Jahr. Wenn du einen Mieter hast hier, hast du ja vorher qualifiziert. Das heißt, die müssen ja dementsprechend auch also zum einen ein vernünftiges Einkommen haben und zum anderen wollen wir auch sehen, dass die nicht nur ein Einkommen haben, sondern dass die auch Vermögen haben, was dann zur Not angezapft werden kann. Das heißt, jemand, der hier Stress mit einem Mieter hat, hat halt hinterher Rechtsstreitigkeiten, aber der kriegt im Normalfall sein Geld. Die Frage ist halt wann und wie viele Anwaltskosten und wie viele Scherereien und so weiter dann damit einhergehen. Aber im Normalfall kriegst du zumindest mal in diesem Kaliber kriegst du dein Geld irgendwann wieder zurück. Ja. Also dann gehen wir jetzt hier runter in den Keller. Hier siehst du im Prinzip, was die ursprüngliche Fußbodenhöhe war, nämlich hier. Das heißt, sie haben hier guten 2 Fuß haben die hier ausgegraben. Das da vorne war das Level von dem Haus, die oberste Stufe, und den Rest haben die komplett hier unten ausgeschachtet. Genau. Aber wir sind hier mitten in der Stadt New York City. Das heißt, wenn du hier einen Aushub machst, dann hast du erstens nicht viel Platz, den auf der Straße irgendwo in den Container zu tun. Zweitens wird es sauteuer werden. Das wird hier alles von Hand gemacht. Das heißt, im Prinzip hast du irgendwelche Leute, die hier mit einem Presslufthammer drinstehen. Und dann das Ding mit Eimern raus, brauchst du einen Permit für einen Container. Container-Permit, genau. Container, der sitzt dann da draußen auf der Straße und dann laufen die hier mit einer Eimerkette hoch und runter für ein paar Monate lang und schmeißen das dann in den Dumpster. Ja. Ja, für so ein Haus. Hier vorne ist nochmal ein komplettes Badezimmer. Das heißt, wenn jemand hier sein Home-Gym oder wie auch immer reinmachen will, dann kannst du direkt duschen gehen. Ansonsten kann auch mal ein Gast hier bleiben. Hier haben wir so ein Ausziehbett. Queen Size. Queen Size im Keller, schön. Ja. Sieht aus wie ein Schrank. Hier ist das Crestron System. Ja, da braucht man wahrscheinlich ein separates Studium dafür. Extra Stauraum, der geht bis ums Eck unter die Treppe. Und jetzt hier ist eins meiner, nein, nicht der Waschraum, aber was ich persönlich immer gerne sehe, sind die ganzen Systeme. Hier ist der Boiler, der die Heizung betreibt. Das Gasboiler hier? Ja. Gasboiler, genau. Und das sind die Circulation Pumps. Was ich hier vorhin schon angekündigt hatte, hier ist der Central Vac. Das heißt also, wenn du hier mit deinem Schlauch durch die Gegend marschierst und überall schön saugst, dann kommt das alles hier unten raus. Du hast hier so einen Container, der hat hier so 2 Schnallen und das kannst du dann rausnehmen, in eine Mülltüte packen und ab. Und ab. Cool. Und dann hier auf der anderen Seite.
Er macht hier das ganze Warmwasser. Gaswasserheizer. Und das ist ein Riesending. Für so ein Einfamilienhaus ist das mehr als ganz genug. 100 Gallonen oder was sagt er hier? 98 Gallonen. Knapp 400 Liter. In richtigen Einheiten. Ja, in den richtigen Einheiten. Das heißt, im Prinzip, da kann jemand ein Bad nehmen und alle Leute duschen und hast definitiv genug Warmwasser. Hier auf der anderen Seite sind auch noch irgendwelche Systeme, hier Security-System. Aber Fußbodenheizung ist hier nicht, weil ich habe hier irgendwie keine kalten Füße. Nee, Fußbodenheizung ist hier nicht, aber die haben das normalerweise, glaube ich, auf 68 Grad Fahrenheit oder so. Das ist einigermaßen vernünftig, ist halt, wenn jemand reinkommt, dass es nicht so kalt ist. Hm. 68 Grad müsste man nicht unbedingt haben, aber Minimum würde ich sagen 55, damit die Rohre nicht vereisen. 68 Fs sind in richtigen Grad, glaube ich, 19. 18 oder 19? Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, ne? Ich habe irgendwann mal aufgehört, umzurechnen. Das wollte ich ja fragen. Du rechnest in Fuß und du rechnest in Fahrenheit? Ich rechne mittlerweile in Fuß und Fahrenheit, aber das ist einfach, weil ich es von Berufswegen mache, weil ich es die ganze Zeit mache. Und manchmal fragt ein Europäer, was ist das in Quadratmetern? Und das kriege ich dann noch hin, aber die Fahrenheit in Celsius umzurechnen, das habe ich aufgegeben. Mach ich dann mal auf dem Handy oder so. Ja. Falls jemand Fragen zu Stadthäusern, Townhäusern oder generell New York Real Estate hat, bin ich gerne jederzeit bereit, alle möglichen Fragen zu beantworten. Cool, Steffen, danke dafür und jetzt gehen wir was trinken. Sounds good.